es ist doch erst 3 Uhr nachts. Aber ich habe Hunger. Und zwar auf McDonald's. Also gehen wir jetzt um 3 Uhr nachts zu McDonald's. So. Jetzt müssen wir erstmal zum Auto und dann zum Drive-In-Schalter fahren. Oh, eine Jacke. Es ist bestimmt kalt draußen. So. Aufgemacht. Ich hab jetzt so richtig Hunger auf McDonald's. Was werde ich mir denn bestellen? Das muss ich mir noch überlegen. Ganz, ganz viele Pommes. Denn ich liebe Pommes. Und vielleicht einen Burger. Hat die überhaupt um 3 Uhr nachts offen? Ich glaube, das muss ich gleich nochmal gucken. Das sehen wir ja gleich. Wir sind angekommen. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Okay. Ich hätte gerne einen McRib. Und was haben Sie denn noch auf der Karte? Einen Zombie-Burger. Der hört sich doch gut an. Zombie-Burger haben wir nicht. Oh, schade. Auf den habe ich mich gefreut. Wir haben noch tote Hähnchenschenkel. Ja, das hört sich aber lecker an. Die hätte ich gerne. Das macht dann 29,80. Fahren Sie bitte vor bis zum ersten Fenster. Okay. Und bringen Sie was mit. Oh, das riecht so lecker. Selbst um 3 Uhr nachts. Wow, jetzt bin ich wieder wach. Jetzt schnell nach Hause und dann mampfen. Hier darf ich ja nicht essen. So. Jetzt wird's lecker. Schuhe ausziehen. Und los geht's zum Tisch. Was haben wir denn da rausgeholt? So. Kalte, labbrige Pommes. Lecker! Wenn es nichts anderes gäbe, dann würde ich das auch essen. Aber jetzt, nach diesen labbrigen Pommes, freue ich mich auf das nächste. Und zwar auf meinen Lieblingsburger. Den Royal TS. Da ist das Fleisch immer so saftig. Und die Soße schmeckt super gut. Okay. Und los geht's. Oh nein, was ist das denn? Da ist ja Spinat drin. Wie eklig. Ich spüre richtig, wie die Vitamine in meinen Körper aufgenommen werden. Der Spinat schmeckt ja auch nur dann gut, wenn man den Spinat gar nicht schmecken kann. Dann schmeckt er nämlich am besten. Jetzt freue ich mich aber auf die, wie hat er das nochmal gesagt, Nuggets aus totem Hähnchenfleisch. Genau. Auf die freue ich mich jetzt. Die sind hier drin. Oh. Genau. Jetzt gucken wir einmal, wie die leckeren Nuggets aussehen. Auf. Was ist das? Das ist Zwiebel mit Limette und Ketchup. Gibt's nicht auch mal was Normales? Das ist ja eklig. Was soll ich denn jetzt machen? Hier sind klapprige, kalte Pommes. Da ist Spinat drin. Und hier hat man eine Zwiebel und eine Limette in Ketchup eingetaucht. Und das alles schmeckt irgendwie nicht so gut. Also jetzt auf Zwiebeln habe ich überhaupt keine Lust, aber allgemein mag ich Zwiebel. Und auch nicht in Ketchup eingetunkt. Und hier die Limette. Hier.
Limette mag ich auch in Getränken, aber nicht in Ketchup und auch nicht so. Und vor allem nicht als Nuggets-Ersatz. Meine letzte Hoffnung ist der Mac. Rest in Peace. Oh, ich traue mich auch schon gar nicht, ihn zu öffnen. Cool, ein McRib mit der Barbecue-Sauce und den Zwiebeln. So lecker, aber was ist das? Die obere Hälfte von dem Brot fehlt ja. Was soll das? Den kann man ja normalerweise schon nicht essen, ohne sich voll zu kleckern. Aber jetzt ist es ja unmöglich. Aber Gott sei Dank kann ich die Gurken direkt sehen und sie entfernen. Weg mit der Gurke. Ah, jetzt habe ich eine gute Idee. Einmal umklappen. So, jetzt ist er ein Doppel-McRib. Das schmeckt aber gut. Damit verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.